So, hallo und willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando. Gleich im Anschluss. Doch, tatsächlich. Ich habe das fast geschafft oder müsste es jetzt geschafft haben. Warum ich mich jetzt gerade nochmal mit eingeschalten habe, ist folgendes. Und auch der Hinweis kam von euch, immer noch mit den Tastaturen hier. Dieses Hin- und Herspringen. Und ich habe ja schon gesehen, bei Orten, das seht ihr vielleicht hier unten, steht Leer, also die Leertaste. Ja, das ist mir im Laufe der letzten Folge mit aufgefallen, an unterschiedlichen Stellen. An einer Stelle hatte ich gesagt, wie kann ich das machen, um das gleich zu zentrieren. Und an der anderen Stelle hatte ich diese Leertaste gesehen, habe das aber nicht miteinander kombinieren können. Gedanklich zumindest, während einer Aufnahme, so ist es ja. Ne? Als Zuschauer sieht man manchmal mehr, als wenn man gerade in der Aufnahme ist. Ne? So, und wenn ich jetzt mal auf G springe und ich greife hier mal mit an, dann klaue ich hier den 46er einfach mal den 40er und klicke dann, seht ihr das? Auf meine Taste 1 und drücke gleichzeitig, nicht gleichzeitig, danach die Leertaste, dann wird das zentriert. Ne? Und so kann ich relativ zügig mit ein bisschen Fingerspitzengefühl zwischen den einzelnen Raumschiffen hin und her springen. Das ist dann natürlich sehr gut. Ja? Ja. Und bin ich jetzt eigentlich durch? Bin ich jetzt durch damit? Ich kann ja nochmal gucken. Doch, müsste ich. Ich schaue hier mal nach. So. Hier bei der Fraktionsjagd. Ja, die Meilensteine sind abgeschlossen, sodass wir uns ja den nächsten widmen können. Schmelztiegel müsste ich doch auch schon geschafft. Ja, habe ich auch geschafft. Das hatte ich alleine nur in der letzten Folge, habt ihr das gesehen, geschafft durch den Föderationsfrachter, den 49er Föderationsfrachter, habe ich ja ausreichend an Punkte sammeln können. So, wir rufen unsere beiden Helden zurück. Und ich würde jetzt die nächste Fraktionsjagd mitmachen, und zwar Romulaner. Auch das hatte ich schon mal in ein paar Folgen gezeigt. Und vielleicht kann ich das auch noch mit einer ganz bestimmten Sache knüpfen. Und zwar sehen wir uns... Ich mache mal eine kurze Pause. So, Vorbereitung ist beendet. Ich bin gesprungen in ein anderes System, und zwar in das System Morska. Und schicke meine beiden Schiffe, die Augur und die Gladius, in dieses System Hiqua. Und mache hier Jagd auf romulanische Abtrünnige. Auch das kennt ihr bereits. Auch hier befinden sich schon einige, die das Gleiche machen wie ich. Ja, das seht ihr hier dran. Um wahrscheinlich ihren Ruf bei den Romulanern nicht zu schaden. Auch dazu hatte ich schon mal ein oder zwei Videos gebracht. Was ich allerdings hier auch zeitgleich mit tun möchte, ist, ich will Jagd auf diese Frachter, auf diese Versorgungsschiffe mitmachen, die mir hier geplünderte Fracht geben. Und dazu, so, hier tauchen schon mal meine ersten mit auf. Die kann ich dann hier auf die Kampfschiffe schicken. Und dann kann ich hier die entsprechenden Punkte mit sammeln. Das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Also so, glaube ich, 12 oder 11, 12, 13. Und 960 muss ich ja machen. Ja, mit den Tastaturen, da muss ich ein bisschen mit üben. Mache ich nicht. So, und dann möchte ich aber meine... ich vergesse mal die Namen. Amalgamen. Meine Amalgamen, die habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Da muss ich auch ein bisschen was tun. Da habe ich, weiß ich nicht, meine Offiziere raufgesetzt, mit denen ich meinen Frachtraum erhöhen kann. Nicht die geschützte Fracht, sondern an sich so die Fracht. Und das funktioniert ja nur, soweit wie ich mich erinnere, wenn wir einen... ich glaube, hier ist das, ne? Einen Exocomp laden, der eine Stunde lang gültig ist. Ja, genau, 9900% Amalgam-Plünderung. Da habe ich 21 Stück in der Zwischenzeit gesammelt.
Also ihr seht, ich habe das vernachlässigt. So, jetzt werde ich meine Amalgam losschicken. Oder wartet mal, bevor ich die losschicke. Ich sehe hier gerade, dass ich... Kann ich die ausbauen? Also mich interessiert natürlich nur, wenn ich den Frachtraum ausbauen kann. Nee, den habe ich bereits ausgebaut. Hier. Dann reicht mir das auch. Ich denke, dass wir das trotzdem ganz gut hinkriegen müssten. So. Kann ich hier hin und her springen? Ja. Hm. So, wo haben wir denn die? Hier haben wir die hier. Und wo haben wir die zweite? Die haben wir hier. Dann schicken wir da auch nochmal was rauf. Dann warten wir mal, bis die Amalgam da ist. Ich hoffe, dass das so bleibt. Dass wir nur zweimal angreifen können, diese Frachter. Und dann ist das Lager voll. Und dann müssen wir unsere Amalgam zurückschicken. So, gehen wir auf den 36er. Es gibt hier nur 36er und 38er. Was haben wir denn hier? Ah, wir sammeln immer noch. So, haben wir unser Amalgam. Die schicken wir dann mal gleich hier rauf. Angriff. So. Ach, das ist wieder ein Anzeigefehler. Dann wird das doch auch ein Anzeigefehler sein, oder? Schauen wir mal. Doch, müsste angreifen. So, okay, schon fast halb gefüllt. Schicken wir unsere Amalgam auf das nächste rauf. So, meine beiden Kampfschiffe, so bezeichne ich die, mache ich mit der Tastatur. Meine Amalgam steuere ich mit der Maustaste. Jetzt greifen sie alle an, wa? So. Doch, ich kann... kann ich auch... So, haben wir... Einmal können wir noch? Einmal können wir noch? Gehen wir mal hier rauf, auf den 38er. Und hier auf den 38er rauf. So. Meine Amalgam muss jetzt voll sein. 3,48 Millionen. Nee, macht wieder nicht. Das ist das wieder ein Anzeigefehler? Hm. So, schauen wir mal. Bist du voll? Nein, noch nicht. Darf's nochmal? Dann tun wir das. Übrigens hier, auch herrlich, wir haben neue Anzeigen. Also es gibt nicht mehr drei Anzeigen wie neutral, verbündet und befreundet, obwohl wir den befreundeten Status immer für was anderes genommen haben, sondern, vielleicht kann ich das hier anzeigen lassen, bei, wo war denn das gewesen? Ich musste das jetzt ja gar nicht mehr machen. Wo kann ich mir denn den Status anzeigen lassen? Geht das hier bei... Hier irgendwo, ne? Müsste das doch funktionieren. Hier haben wir zum Beispiel die Befreundeten, das ist klar. Haben wir hier das hier bei der Info? Nee, da haben wir das nicht. Und... Oder kann man das nur, wenn man das irgendwie einstellt? Hier, wenn man hier auf Nemesis rauf geht. Ja, wenn man das verändern kann, neutral, ne? Werde ich jetzt natürlich nicht tun. Liebe Nemesis-Freunde, na, seht mir das nach, dass ich euch jetzt hier einfach mal zum Probieren nehme. Aber hier, ja, haben wir den Verbündeten, den befreundeten Status, dann zivil. Dann hier Neutralstatus, dann Vorsicht ist neu. Oder unfreundlich, wir hatten also einen unfreundlichen Nachbarn gerade. Und Feind, das ist auch klar. Ja, haben wir also mehr Auswahlmöglichkeiten, um hier differenzierter noch vorgehen zu können. So. So viel dazu. Gehen wir mal zurück. Nee, gehen wir hier rauf. So. Dann machen wir unsere Gladius, die wir beschäftigen.
Und unsere Amalgam ist jetzt voll. Ist die nicht übervoll? Sollte die nicht übervoll sein? Hier noch mit was Weißem dran? Oder wann wäre das? Jedenfalls rufen wir sie jetzt zurück. Wir setzen auch nicht unsere Discovery jetzt zur Unterstützung mit ein. Erstens habe ich zu wenig Sporen, darum habe ich mich auch wenig gekümmert. Das hebe ich mir für wichtigere Sachen mit auf. Und außerdem, wenn wir unsere Amalgam jetzt 2-3 Mal hier hin und her schicken, dann sollten wir wieder ausreichend Material für die nächsten Tage und ja fast Wochen haben. Also ich raffiniere hier auch wirklich effizient, wenn dann, ne? Und gebe sehr selten Material durch eine 2- oder 3-fache Raffinerie aus. Außer jetzt gerade bei dem aktuellen Event, wenn es um Erze und um Gas geht, da nicht. Also da setze ich das dann, da verschwende ich das dann durchaus mal ein bisschen. Ja. So, haben wir hier oben nochmal einen. So, ein bisschen Jagd habe ich schon mal gemacht. Das macht sich aber auch wirklich gut, weil mit den Tastaturen macht sich das gut. Wir können aufgrund, also super Hinweis nochmal mit der Leertaste, das zu nehmen und hin und her zu wechseln. Da kann man auch zwischen den Systemen hin und her springen. Ne? Wenn ich also jetzt zum Beispiel wissen will, wo meine Realta zwischenzeitlich mit ist, dann springe ich in mein System hier mit rein. Und jetzt will aber ich mit meiner Gladius gleich wieder mit angreifen, springe sofort wieder in das erste System. Ist ein bisschen eine Sache der Übung, aber ansonsten sehr hilfreich. Ja, also gerade wenn man in mehreren Systemen unterwegs ist, lässt sich das ganz gut steuern. Ja. So, also PC-Version, ne, sehr hilfreich. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das funktioniert auf dem Smartphone natürlich nicht. Ja. So, also machen wir noch ein bisschen weiter. Ich muss mal schauen, wie weit wir hier sind. Unsere Amalgam ist jetzt das dritte Mal unterwegs, um zu ernten. Und wir sind bei 728 von 960 Punkten. Ich sitze hier jetzt seit 15 Minuten dran. Also geht ganz gut. Machen wir noch mal ein bisschen weiter. So Leute, zweite Fraktionsjagd beendet in... Ja, knappe Viertelstunde, glaube ich, war das gewesen. Ne? So, und auch mit unserer Mantis haben wir schon 3-mal sammeln können. Das heißt, dieser Buff, aber das kann ich doch mir anschauen, wie lange ich gebraucht habe. Wir haben ja genau gestartet. Zeigt er das hier unten mit an? Nee, hier, um 40 Minuten. 40, ja, eine Viertelstunde. Viertelstunde bis knapp 20 Minuten habe ich gebraucht, um das zweite Fraktionsevent zu beenden. Jetzt fehlt noch das dritte. Und da habe ich schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, weil unsere Mantis, die ja hier auf die Jagd nach diesem Frachter mitgeht, sammelt dann natürlich auch pro Abschuss 7 Punkte. Sind das 7 Punkte zu den 960, was die Klingonen betrifft? So, und nun schauen wir mal, ob wir das... Jetzt sind die Tastaturen natürlich nochmal wichtig, weil ich mit meiner Amalgam natürlich hier noch weiter ernten möchte. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich mit unseren Kampfschiffen jetzt das System wechseln. Wir werden sie allerdings erst einmal nach Hause schicken, um zu reparieren. Und ich würde dann gucken, ob ich auch noch bei einer anderen beiden Plätze mit geeigneten, nicht nur geeigneten Schiffen besetze, das geht ja, das kann ich ja machen, indem ich hier meine Centurion nehme und den letzten Slot dafür verwende, um ja vielleicht noch das stärkste Schiff zu bringen. Das wäre an dieser Stelle ja schon die Talios. Leute, das ist schon die Talios, die als nächstes kommt, obwohl die immer noch Stufe 1 ist. Aber ich kann ja auch noch die Mantis nehmen. Die ist jetzt auf Stufe 4. Das
Oder ich kann das nehmen. Hier, meine Legionär, weil meine Legionär jetzt noch mehr Schaden macht. Na? Nee, das ist die Schiffstarnvorrichtung. Ach hier, und unten erhöht den Waffenschaden gegen Feinde und Armadas um 175%. Das wäre ja möglich. Das machen wir da. Ja, nehmen wir unsere Legionär. So. Da kann ich auch noch ein bisschen was machen. 43 von 45 ist das. Jetzt brauchen wir allerdings eine geeignete Crew dafür. Und ja. Da bin ich, gehen wir hier nochmal auf den 31er mit drauf. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, was man da am besten für Crews nehmen können. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Ja, vielleicht habt ihr einen Vorschlag gegen NPCs. Was wäre denn so eine Dritt- bzw. eine Viert-Crew? So, aber wir wechseln erstmal kurz mal mit raus. Da werde ich dann irgendeine Crew mit hinsetzen. Wir befinden uns hier in Morska. Von daher ist es nicht weit entfernt bis nach, na, Kronos hilft nicht. Also entweder unser System Urswa. Das können wir nehmen. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, wie stark. Also auch hier befinden sich einige. Doch. Urswa ist gut. Da haben wir 40er mit einer Stärke von 3,6. Mhm. Aber die 39er alleine haben dann schon 1,3. Ja, die sind dann nur noch halb so stark. Das macht sich ganz gut. Und es sind Forschungsschiffe, auf die wir gehen. Das heißt, wir würden unsere Strange New World. Ich glaube, da ist der Ortegas ja schon gleich richtig, ne? So, na. So, der Ortegas ist doch da. Der, die Ost. So, mal gucken hier nochmal. Der, die Ortegas. Von einem. Wenn du. Genau. Genau, die sitzt dann da schon mal gleich richtig drauf. So. Der Nero macht sich auch ganz gut. Ja. So, schicken unsere beiden Schiffe erst einmal hierher. Und dann wäre die Frage, okay, erstmal zurück mit unserer Amalgam, dass wir die Stunde auch so effizient wie möglich nutzen. Und jetzt wäre die Frage, was packen wir hier für Crews mit drauf, dass sich diese Teile dann doch noch besser halten. Also auch hier könnt ihr mir gerne Vorschläge geben. Oder, kann ich ja gleich mal tun, vielleicht ist es ja auch schon soweit, wenn ich hier oben mal raufgehe auf Privat, hat mir Schlufti von OPA hier mit reingeschrieben. Schau ich mal rein. So, nun habe ich dich im Discord mit Infos zugebombt. Schau ich mir mit an. Schlufti, vielleicht sind da interessante Vorschläge mit bei, die ich in meinen nächsten Videos mit einbauen kann. Schon mal vorab vielen Dank dafür. So, mache ich jetzt aber nicht während der Aufnahme, sondern ich schau mal, dass ich hier irgendwelche, ja, mehr oder minder guten Crews mit draufgesetzt kriege. So, das habe ich dann jetzt mal getan. Die Crews eingesetzt. Was habe ich gemacht? Ich habe auf die Centurion, das ist nicht die Idealcrew, das ist ja nun nix. Ne? Hier den Kirk mit draufgepackt, Spock der ersten Generation sozusagen, zumindest dieses Spiels, von diesem Spiel. Den Khan, der ist da mit drauf. Und auf die andere Crew habe ich Familie Gauron draufgesetzt. Mit seiner Tochter. Und mit seinen Generalen. Weiß ich nicht, ob das hilft. Wir können das ja mal ausprobieren. So, wir wechseln trotzdem kurz zu unserer Amalgam. Und lassen die kurz auf einen Frachter. Sind hier überhaupt noch Frachter? Oder sind die jetzt alle weg? Hier ist kein Frachter mehr. Die habe ich alle weg. Ist tatsächlich. Die sind alle weg. Und hier geht keiner mehr auf Jagd auf andere, sodass hier auch keine neuen Frachter spawnen. Dann wechseln wir in das nächste System und schicken unsere Amalgamen hier hin. Dann ist es ja auch in Ordnung. So, und wenn wir jetzt mal die 1 drücken und dann wechseln wir sofort in das andere System. Das seht ihr mit der Leertaste. So, und wir können hier auf diesen 41er, da gehen wir mal mit unserer Auge rauf. Das müsste ganz gut klappen. Erstmal austesten.
Hoffentlich. Oh! Das hat sehr viel gekostet. Krass. Ach, das ist unsere Strange New World Crew. Das wäre mit der anderen Crew hier besser gewesen. Aber ist nicht weiter so schlimm. Ist nicht weiter so schlimm. So, aber ich würde ja gerne wissen wollen, wie hält sich, machen wir mal eine 39er, nehmen wir ruhig den Frachter. Wie hält sich unsere Centurion gegen einen 39er Frachter? Gehen wir mal ein bisschen Vorsichtig. Ach, dann schicken wir mal unsere Gladius hier hinten rauf. Würde ich mal austesten, wie es mit dieser normalen Crew sich macht. So, okay, also das geht mit der Centurion. Da müssen wir bei 39ern bleiben. Und jetzt unsere Gladius zerstört. Nein, das macht die Crew. Die Crew macht eine ganze Menge aus. Und wie hält sich unsere Legionär gegen... Ja, jetzt hat ihr noch den Vorteil des Kampfschiffes gegenüber Forschungsschiffen. So, dann schauen wir uns das nochmal mit an. Na? Kommt jetzt der Angriff? Ja, er kommt. So. Ja, ist okay. Also auch nur 39er. Centurion und unsere Legionär müssen auf die 39er rauf. So, Almagan. Wo haben wir hier einen Frachter? Hier hinten? Rauf dort. So, und dann geht's los. Dann machen wir mal etwas Jagd auf... So, dann gehen wir hier auf den 39er mit rauf. So, hier kann ich ja auch nochmal ein bisschen klicken. Haben wir auch einen 39er. Hier haben wir einen 39er. Und die 7 ist hier. Da können wir auf einen 40er mit draufgehen. Das ist okay. So. Oh. Also, jetzt hat unsere Augu nur zweimal angegriffen. Sollen wir auch nur auf 39er raufgehen? Ist dieses System doch nicht ganz so dafür geeignet? So, wie weit ist unsere Amalgam? So, wechseln wir wieder zurück. Naja, so ein bisschen muss ich das dann auch noch aufbauen. So, haben wir hier noch die Nummer 4? Die ist hier. Nehmen wir hier auf die 39er mit drauf. Ja, auch. Ah, ist nicht ideal. Ist nicht ideal. So, Amalgam ist voll. Da müssen wir jetzt nicht hinwechseln. Haben wir das? Ja. Es aktualisiert sich nur nicht. Irgendwas war gerade mit meiner Internetverbindung. So, da sind wir wieder. Ich musste das Spiel tatsächlich nochmal neu starten. Hat sich aufgehangen. So, ich repariere die Amalgam. Und schicke die dann... Komm, lassen wir uns mal kurz mit anzeigen. Dann ist der Weg kürzer. Wir schicken sie in das 36er-System mit rein. So, und dann wieder zurück zu unserer Augur, mit der wir... Ja... uns doch keinen Gefallen getan haben. Ich glaube, die Gladius, die ist aktuell ganz gut drauf. Wie können wir ja mal auf den 41er schicken? Bin ich mal wirklich neugierig, wie die sich hält. Vielleicht sollten wir doch in solchen Systemen... Ja, das macht sich ganz gut. In solchen Systemen, wo wir noch mit starken Gegnern zu tun haben, noch die alte Crew mitnehmen. Also die alte Crew auf die Augur setzen. Wir können ja den 40er, 3,6 Millionen. Ist dann doch wohl zu schwach. Ah, probieren wir trotzdem. Und, hier, auf die 41er. 4,5 Millionen. Und das Ganze mit unserer Gladius. Springen wir mal kurz zur Amalgam.
und jagen einen Frachter. Ja, die Augur würde ich dann doch eher auf 39er schicken. Ja, Centurion auch. Wäre vielleicht doch ein System eher dazu geeignet. Ja, die Gladius ist die, die es macht. Also immer noch mit der alten Crew. Dann können wir auch mal auf den 41er Frachter schicken. So. Komm, können wir hier nochmal den 40er probieren? Da hat er einen Vorteil. Mit der Gladius machen wir unsere 41er weg. Unsere Amalgam wieder auf einen Frachter rauf. Die Centurion. Wo haben wir noch einen 39er? Hier hinten. Nehmen wir den. Okay, jetzt ist unsere Legionär leider zerstört. Mit unserem Amalgam können wir noch ein drittes Mal auf Jagd gehen, hier hinten. So, gehen wir hier hinten auf den 39er mit unserer Augur mit drauf. So, wir bleiben bei 39er hier, bei den schwächeren Schiffen. Ja, okay, hier können wir auf den 40er raufgehen. So, ein Frachter noch. Die Augur. Haben wir noch was mit 39? Hier hinten zwar weit entfernt, aber ist okay. Und ja, nehmen wir ruhig den. Ja, sind 39er, aber die sind hier gleich in der Nähe, dann machen wir das. Na, dann machen wir das. So. Ah, hier vorne ist noch ein 39er. Nur den nehmen wir auch mit. Bei 647 sind wir schon, ne, von 900. Und also zwei Drittel haben wir schon fertig. Ach, ich würde mir die Legionär trotzdem nochmal herholen wollen. Amalgam schicken wir nach Hause. Komm, hier noch 39 rauf. Die Centurion schicken wir auch auf einen 39er mit drauf. Und die schicken wir auf die 41, hier hinten ruhig auf. Obwohl, der 40er, der wäre jetzt auch gegangen, aber ist egal. Es ist egal. So, unsere Centurion wird als erstes fertig werden. Die schicken wir dann darauf. Ja, sind wirklich weniger Klicks, ja. Mit der Maus zumindest. So, haben wir den 41er hier, dann nehmen wir den hier. Dann haben wir die Centurion, schicken wir so ruhig doch mal auf einen 40er rauf, ne? Aber das wird nichts. Wir bleiben bei 39. Der Unterschied ist dann doch schon gravierender. Tja, versuchen wir den 40er. So, wir beschleunigen den Ausbau unserer Amalgam, nicht den Ausbau, die Reparatur, haben wir jetzt hier bei Hiqua. Wieder Frachter,
Ja, einige sind wieder mit da. So, und nicht ganz so viel Latinum verschwenden. Und ja, mit 40 ging, ne? So, haben wir hier einen 41er noch? Jawohl, haben wir. Ach, verdammt. Centurion zerstört. Ja. Wie viele Punkte haben wir denn? Mal sehen, wie weit wir schon sind. Sind wir schon fertig? Nee, noch nicht, ne, oder? Ein bisschen brauchen wir 823, also fehlt nicht mehr allzu viel. So, schicken wir noch mal die. Da habe ich jetzt mal die Maus verwendet. So, komm hier auf den Frachter rauf. Die Taste 7 ist dann von der Taste 4 dann doch etwas weiter entfernt. Wird Zeit, dass ich dann die anderen Docks baue, oder? Oh, aber die Legionär, die ist ganz gut mit dabei, wa? Ach, die haben wir schon mal reparieren lassen. Stimmt, die haben wir ja schon mal reparieren lassen. Aber jetzt sind hier nur noch 40er und 41er unterwegs. Hier nutzen wir den Vorteil. Augur ist auch wieder angekommen. Bleiben wir bei maximal 40. Und die Amalgam kommt auf den nächsten Frachter rauf. So. Komm, du hast auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, das hat. Oh, die Hälfte weg. Die Hälfte weg. So, können wir nochmal beschleunigen? Machen wir. So, obwohl wir, glaube ich, das vielleicht gar nicht mehr so richtig brauchen. So. Und bleiben wir bei 39. Haben wir zwei Schiffe gerade in Arbeit. So, hier haben wir noch mal ein 31er. Und unsere Gladius möchte gerne beschäftigt werden. Dann machen wir das. So, Leute, und damit haben wir unsere Fraktionsjagd beendet. Und ich kann hier ja auch nochmal schauen. Also, das war jetzt nicht ganz so effizient. Das war etwas herausfordernder und hat uns auch ein bisschen was gekostet. Das geht bestimmt besser. Aber wie lange haben wir gebraucht? Das würde mich nochmal interessieren. Da können wir nochmal auf den Exocomp mit draufschauen. Oh, wir haben nur noch 5 Minuten. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch aufgrund der Schwierigkeiten im Spiel, da war ja kurz die sogenannte Internetverbindung weg, das Spiel ist einfach zusammengebrochen, da muss ich nochmal neu starten. Das hat dann auch nochmal ein bisschen an Zeit gekostet. Trotzdem war die Jagd mit 4 Schiffen etwas ineffizienter. Ich denke, es hat aber trotzdem so vom Vorzeigeeffekt geholfen, insbesondere wenn man zwischen den, gerade mit den Tastaturbelegungen, zwischen den Systemen auch hin und her wechseln kann, zumindest die Amalgamen dort etwas effizienter arbeiten zu lassen. So, ich werde mir jetzt die Mühe sparen, die Amalgamen die restlichen 5 Minuten noch auf Reisen zu schicken. Was wir aber mitmachen können, ist dann doch die in die Raffinerie der Amalgam reinzuschauen. Das ist ja das, was ich in den letzten Tagen oder sogar Wochen eher nicht gemacht habe. Und das würde ich gerne mal mit nachholen wollen. Also gehen wir mal kurz mit, das mache ich nachher hier, das mit der Forschung. Gehen wir hier mal in die Amalgam mit rein.
So, ja, ich habe mir immer das mit dem Plündern geholt. Da hatte ich ja 21 von diesen Exocoms. Und jetzt sage ich, das ist. Ach nee, ich kann hier bloß einmal. Gibt ja gar nicht, dass ich hier doppelt raffinerieren kann oder so. Ne? So, holen wir uns mal ein bisschen ab. 375 hiervon und Amalgamteile 2500. Und wir können ja an der Amalgam so ein bisschen was machen, verwalten. Aber außer den Frachtraum wüsste ich jetzt auch nicht, was man verbessern könnte. Stufe 3 von 9. Ja, also wir können jetzt hier ein paar Sachen mit reinstecken. Warum habe ich das nicht getan? Ach so, weil mich das Erz kostet. Und das Erz sammle ich, um doch an meiner Augur weiterzuarbeiten. Ich glaube, das würde mir mehr bringen, als meiner Amalgam jetzt noch weiter zu werten, zumindest auf diese Stufe. Also ich gehe mal auch wirklich davon aus, wenn ich das ausbaue, dann wird meine Raffinerie etwas besser funktionieren. Davon, also das weiß ich, das weiß ich. Ja. Aber es kostet nun mal Ressourcen und die Ressourcen, da lege ich mir mal einen Plan zurecht und ich versuche mich dann auch immer nach diesem Plan zu richten. Ja, mit diesen Worten würde ich mich dann wieder verabschieden für die nächsten Tage. Ich denke mal, die nächste Aufnahme werde ich dann wieder in circa 2 Wochen machen. Es sei denn, es ergibt sich jetzt auch irgendwann mal wieder ein Let's Erklär. Aber dazu zum späteren Zeitpunkt. So, ich hoffe, das hat es gut gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer BLP. Tschüss, Leute.